Hallo Leute, willkommen bei Tutorial Live TV. Ich zeige euch heute, wie man mit dem Windows Movie Maker zu große Dateigrößen, die von Aufnahmeprogrammen eines Spiels erstellt wurden, wie ihr die verkleinern könnt. Die Dateigrößen könnt ihr verkleinern mit dem Windows Movie Maker, ist ganz einfach. Den Windows Movie Maker könnt ihr downloaden unter meiner Homepage Tutorial Live TV. Weebly.com. Den Link packe ich auch in die Beschreibung. Dann klickt einfach unter Windows Movie Maker auf den Link. Der bringt euch dann zum Download. Hier klickt ihr zum Download, ladet euch Windows Movie Maker 2012 runter. Hat eine Dateigröße von 136 MB und ist natürlich Freeware. Wenn ihr den dann heruntergeladen habt, geht ihr auf euren Speicherort, wo ihr das gespeichert habt, klickt auf die Extra-Datei und startet sie, bestätigt mit Ja, dann lädt es. Hier ist dann eine Frage, entweder Windows Programme also vollständig installieren oder wählen Sie Programme aus, die Sie installieren möchten. Hier klicken Sie, wählen Sie die Programme aus, die Sie installieren möchten. Dann macht ihr alle Häkchen raus, bis auf Windows Movie Maker, das steht bei mir jetzt nicht mehr da, weil ich ihn schon installiert habe. Da lasst ihr das Häkchen drinnen und geht auf Installieren. Okay, wenn ihr dann den Windows Movie Maker installiert habt, könnt ihr ihn ausführen. So, wenn ihr dann ausgeführt habt, geht ihr zuerst mal auf Projekt. Und wenn ihr eine größere Auflösung wie 1920x1080 habt, stellt ihr von Standard auf Breitbild um. Sonst habt ihr im Video an YouTube dann einen dicken Rand am Rand vom Video. Einen dicken schwarzen Rand. So. Wenn ihr das umgestellt habt, geht ihr auf die Startseite, klickt auf Videos und Fotos hinzufügen. Dort wählt ihr dann euer Video, das zu groß ist. Bei mir ist es jetzt das MW3 Video. Das hat jetzt eine Dateigröße von 28,5 GB und hat eine Länge von 8 Minuten 31. So, jetzt, wenn wir es umwandeln wollen, klickt ihr es an und es lädt in Windows Movie Maker. So, wenn es dann vollständig in Movie Maker reingeladen wurde, geht ihr auf Film speichern. Ganz unten auf benutzerdefinierte Einstellungen erstellen. Klickt drauf und wählt einen Namen für euer neues Video. Ich mache jetzt mal YouTube-Test. So, dann wählt ihr eure Auflösung von eurem Computer und gebt hier die Bitrate an. So, die Bitrate, das macht eigentlich die Dateigröße des Videos aus. Umso kleiner die Bitrate, umso kleiner die Dateigröße. Umso größer die Bitrate, umso größer die Dateigröße. So, 8000 Bitrate ist voreingestellt, ist aber die Videoqualität nicht so gut. Bei 10.000 ist die Videoqualität eigentlich einigermaßen gut. So, die Bildrate könnt ihr lassen, das Audioformat könnt ihr auch lassen. Und wenn ihr jetzt die Bitrate eingestellt habt, zeigt es herunter schon die geschätzte Dateigröße 72,44 MB pro Videominute an. Das heißt jetzt, ich habe 72,44 MB pro Videominute. So, wenn ihr das getan habt, klickt auf Speichern, wählt einen Speicherort aus und speichert es. Dann kommt eine Meldung, da klickt ihr einfach Ja. Dann habt ihr es gespeichert. So, jetzt geht ihr in Windows Movie Maker nochmal auf Film speichern. Scrollt nach unten zu den definierten Einstellungen. Hier die gespeicherte Datei, Test YouTube. Öffnet die. So. Das heißt, in diesem Format, also in diesem benutzerdefinierten Format, wie ihr es gespeichert habt, wird jetzt das ganze Video nochmal gespeichert. Da klickt ihr einfach wieder auf wählt euren Speicherort aus, gebt euren
Dateinamen an und klickt auf Speichern. Das dauert dann natürlich eine Zeit. Und wenn ihr das dann, also wenn ihr es vollständig geladen habt, das breche ich jetzt ab. Wenn ihr es vollständig geladen habt, dann hat die das, also das Video, das zuvor 28,5 GB hatte, hat dann nur noch 496 MB. Und das ist wirklich sehr gut. Also die Videoqualität ist sehr gut, die Audioqualität ist sehr gut und es ist für YouTube wirklich ein sehr, ja, man kann ihn sehr schnell hochladen, das ganze Video. Und naja, das wäre es dann gewesen mit Windows Movie Maker. Ich wünsche, ich habe euch geholfen. Lasst mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.